Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit. Viele Familien kommen in diesen Tagen zusammen und finden sich nicht selten dann auch vor dem Fernsehgerät ein. Für die TV-Sender bedeutet das natürlich noch einmal richtig gute Chancen auf hohe Quoten zum Jahresende. 2021 stehen dabei neben Klassikern wieder diese Reihe oder Kevin allein zu Hause auch wieder einige Shows auf dem Programm, die aus der feierlichen Nostalgiewelle hervorstechen. Das ZDF beispielsweise muss Corona-bedingt den Ausfall der traditionellen Helene Fischer-Show am ersten Weihnachtsfeiertag verkraften. Im Vorjahr hatte es bereits nur eine Zusammenstellung von Highlights aus früheren Ausgaben gegeben, die aber der noch große Interesse hervorrief. Mit Blick auf das diesjährige Weihnachtswochenende deutete nun viel auf einen großen Zweikampf zwischen dem ZDF und ProSieben. ZDF braucht noch einen großen Gewinner. Die Helene Fischer Show ist für das ZDF ein verlässlicher Gewinner. 2020 schalteten 4,27 Millionen Menschen ein, was einem Gesamtmarktanteil von 14,5% entsprach. Zugleich war es das einzige Showformat des Abends und konnte womöglich auch deshalb einen Vorteil für sich verbuchen. In jedem Fall ist die Quote bemerkenswert, insbesondere im Hinblick darauf, dass es fast nichts Neues zu sehen gab. Helene Fischer meldete sich nur zu Beginn in einem separat produzierten Einspieler zu Wort, der speiste sich aus vergangenen Höhepunkten. 2021 fällt das TV-Event komplett aus, doch andere Sender haben natürlich beobachtet, wie gut sich mit der Schlagerkönigin in den Boden machen lässt. So ist auch zu erklären, dass kurz nach der Absage der Helene Fischer-Show diverse Alternativshows und Dokumentationen rund um die und mit der Sängerin aus dem Boden schossen. Sat.1 produzierte Helene Fischer einen Abend im Rausch und das ZDF zeigte am Wochenende nach dem Album Release einen passenden Musikfilm dazu. Am 11. Dezember folgte die Box-Doku Helene Fischer 15 Jahre im Rausch des Erfolgs. Jedoch gelang es keine dieser neuen Produktionen an den Erfolg der Helene Fischer Show anzuknüpfen. Nun also muss das ZDF zu Weihnachten ohne seine großen Wogen nicht auskommen. Als er das schickte, der Sender am 25. Dezember zu präsentieren, da die Weihnachtsshow und seine eine Rechnung, die durchaus aufgehen kann. Das Original lief bis 1986 in Deutschland 15 Jahre lang und wurde gleich zweimal mit Andreas Hürre und Kai Pflaume neu aufgelegt. Dieses Jahr feierten die Wenden dasselbe, geh aufs Ganze. Und die TV-Total schon weitere Retro-Shows ein erfolgreiches Revival. Kommt das neue der Serie also genau zum richtigen Zeitpunkt? Die Vermutung liegt nahe, denn im vergangenen Mai erlebte das Format mit 50 Jahren Dali schon einmal ein beeindruckendes Comeback. 95 Millionen Zuschauer waren ein starkes Ergebnis, das nur vom Krimi-Hase gebrochen, der Waffenlinie in der ARD getoppt wurde. Diesen sagen sogar 7,26 Millionen Menschen, womit das ZDF die Pole-Position an diesem Abend dann doch noch recht deutlich verpasste. Mut macht jedenfalls der Umstand, dass das Fernsehjubiläum nunmehr unter Johannes B. Kerner ein größeres Publikum für sich gewinnen konnte als die letzte Helene Fischer-Show. The Masked Singer gegen Dali. Am 26. Dezember jedoch steht bei ProSieben ein Fisch von The Masked Singer an und macht den ZDF die großen Runde an den Feiertagen im Bereich der Show streitig. Das Format mit dem Moderator Matthias Ockner dominiert die jüngsten
Staffel dient durch der Gnüllung über das Supertalent und der Rückkehr von Betten dasselbe. Musste sich die Sendung an einem Wochenende deutlich geschlagen geben. Am 13. November knackte The Masked Singer mit der Staffel auf Rosenmeter.de erstmals die 3 Millionen Zuschauermarke. Das Finale setzte mit 3,25 Millionen Menschen vor den TV-Geräten nochmal eins drauf. Damit deutet vieles auf einen zeitversetzten Zweikampf zwischen The Masked Singer und der Medaille zu Weihnachten 2021 hin, wobei sicherlich nicht wenige bei beiden Shows einschalten werden. Während das der TV-Vorab zu Recht davon überzeugt sein kann, einen würdigen Helene Fischer-Ersatz gefunden zu haben, legt ProSieben mit einem bewährten Showritt zum Angriff. Einen potenziellen Nachteil hat der Privatsender übrigens schon ausgewertet. Die Spezialausgabe von The Masked Singer soll nur bis 22 Uhr und 15 Minuten dauern und kann man damit auch bis zum Ende jeder abholen. Wie direkt nach den Feiertagen wieder arbeiten müssen. Als die reguläre Ausgabe noch dienstags lief und bis nach 23 Uhr ging, hatte es immer wieder Beschwerden gegeben. Dies sei einfach zu ungünstig für Arbeitnehmer. Je mehr das früher aufstehen. Schließlich wurde die Show auf den Samstag verschoben.